Okay, Chat. Wir gucken uns die spannendste Partie der vierten Runde des Kandidatenturniers an. Gespielt wird zwischen einem der Führenden, Jan Nepomniachtchi, der letzte Herausforderer von Magnus Carlsen, der mit 2 aus 3 gemeinsam mit dem vorletzten Herausforderer von Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, in Führung liegt in dem Turnier. Und er trifft auf das Wunderkind, das Geheim vielleicht sogar nur in Klammern, den Mitfavoriten Alireza Firouzja, der bisher 3 Unentschieden gespielt hat. Sehr gemischte Partien. Stand zweimal mit Schwarz unter Druck. Mit Weiß hat er selber Druck gemacht gegen Nakamura. Aber konnte die Partie nicht gewinnen. Und hat jetzt zum dritten Mal in den ersten 4 Partien Schwarz. Schwarz ist ja ein Wettbewerbsnachteil im Schach. Gerade auf dem Niveau, wo so viel vorbereitet wird. Und so genau ist man mit Schwarz natürlich ein bisschen anfälliger. Aber Alireza hatte in dem Turnier bisher versucht, auch mit den schwarzen Steinen Druck zu machen, aggressiv zu spielen. Und er bleibt dieser Politik treu. Spielt Bau nach C5 Sizilianisch, was auf jeden Fall schärfer ist als zum Beispiel die Berliner Mauer oder die russische Verteidigung und die meisten erstens E5 Eröffnung. Also Bau nach C5, Springer F3, Bau nach D6. Nepomniachtchi spielt offen. Das hier nennt sich der offene Sizilianer, wenn Weiß D4 spielt. Und wir kriegen die populärste Variante, die Neidorf-Variante, haben wir im Turnier. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bisher, glaube ich, erst einmal gesehen zwischen Caruana mit Weiß und Duda mit Schwarz, wo ebenfalls der Zug sechstens F3 kam. War in letzter Zeit nicht so der Hauptzug. H3 und Läufer G5 sind, glaube ich, ein bisschen populärer. Aber ist immer eine Variante, die angesagt ist und die natürlich jeder Schwarzspieler, der Neidorf spielt, sich gut angeguckt hat. Der Plan ist grundsätzlich, den Läufer rauszuziehen, dann die Dame raus, dann lang rochieren, dann Bau nach G4 und dann irgendwie matt setzen. Vereinfacht gesagt. Man könnte mit Läufer E3 auch anfangen, aber das lässt diesen Zug zusprengen, G4, der, soweit ich weiß, noch einen ganz guten Ruf hat. Deshalb beginnen viele mit Bau nach F3, um dieses Sprengen G4 aus der Stellung zu nehmen. Bau nach E5, Springer nach B3, Läufer nach E6. Bau nach E5 nicht der einzige Zug. Schwarz könnte sich auch mit Bau nach E6 aufbauen, aber Bau nach E5 ist der populärster Aufbau, schwächt etwas dieses Feld, gewinnt aber Raum und zwingt den Springer sich zurückzuziehen. Soweit alles noch sehr, sehr gängig. Läufer nach E3, Läufer nach E7, Dame nach D2. Alles der typische weiße Aufbau. Und jetzt hat Schwarz eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Ich glaube, in der Partie von Caruana gegen Alireza kam Bauer nach H5, was erstmal dumm aussieht. Aber tatsächlich die große Mode ist, um Bauer nach G4 von Weiß aus der Stellung zu nehmen. Und Schwarz sagt sich, diese Schwächung ist nicht so tragisch, während es wahnsinnig wichtig ist, zu verhindern, dass der Bauer hier ankommt. Aber Alireza spielt die alte Hauptvariante in Anführungszeichen, kurze Rochade. Natürlich auch ein logischer Zug, wonach wir mehr ein Oldschool-Könige auf unterschiedlichen Seiten Wettrennen kriegen. Weiß rochiert lang. Hier ist das Timing wichtig. Bau nach G4. Ein Zug zu früh zu spielen, da wird man in der Mitte gleich ausgekontert. Hier kommt Bau nach D5, weil Weiß dieses Feld noch nicht genug kontrolliert. Und jetzt auf Bau nach G5 funktioniert gleich Bau nach D4. Schlägt und Läufer schlägt. Und der Bauer hier holt die Figur zurück. Schwarz steht gut. Daher lange Rochade, um dieses Feld noch einmal zu kontrollieren. Der Springer geht raus und jetzt Bau nach G4. Alles noch eine bekannte Theorievariante. Aber zuletzt von Schwarz nicht mehr so häufig gespielt. Deshalb vielleicht von Alireza, der mit Sicherheit das sehr genau vorbereitet haben wird. Auch ein bisschen als Überraschung gemeint. Aber bisher spielt oder spielte Nepomniachtchi sehr, sehr schnell. Spielt auch hier den kritischen Zug Bauer nach G5, um diesen Springer gleich anzugreifen. Und jetzt hat Schwarz die nächste Entscheidung zu treffen. Dieses Bauer nach H5 oder nicht, war schon eine große Entscheidung. Und hier ist auch eine große Entscheidung, ob man mit diesem Springer wegzieht. Springer nach H5, Springer am Rand und so weiter. Aber der Springer bestreicht immer in dieses Feld und verhindert auch, dass der weiße Bauer mit H4, H5 ankommt. Also es gilt auch als spielbarer Zug. Aber laut den Engines glaube ich auch kein völliger Ausgleich. Die sagen, Weiß steht ein bisschen besser, bringt erstmal den König in Sicherheit. Stellt dann irgendwann einen Springer hier rein, der wahrscheinlich geschlagen werden muss. Und dann kann man überlegen, wenn man mit dem Springer hier ankommt. Gilt als ein bisschen angenehmer für Weiß, aber trotzdem
ein spielbarer Zug. Aber Alireza hat diese Variante gespielt, um so scharf wie irgendwie möglich hier vorzusetzen. Und er spielt, Bauer nach B4, Gegenangriff auf den weißen Springer. Weiß kann jetzt hier schlagen, wird auch manchmal von guten Spielern gespielt. Weil Schwarz hier schlagen, damit die Dame angreifen, die Dame schlägt zurück, Springer schlägt F6. Und die Stellung ist sehr kompliziert. Ich glaube, Anish zum Beispiel hat das auch mal mit Weiß gespielt. Versucht hier ein bisschen Druck zu machen mit Springer nach A5. Aber es gilt als einigermaßen haltbar für Schwarz. Also spielbar, spielbar, haltbar. Irgendwelche Wörter, gilt das nicht so schlimm. Und Nepomniachtchi spielt den als kritischst bekannten Zug Springer nach E2. Jetzt der Springer angegriffen, jetzt wäre es keine so gute Idee mehr, den an den Rand zu stellen, weil dann der weiße Springer gleich ankommt und sich gegen ihn abtauscht, wenn hier geschlagen würde. Der Turm gleich freie Sicht Richtung schwarzer König. Kann man also nicht machen, deshalb muss der Springer sich zurückziehen. Nach E8 steht er natürlich erstmal ein bisschen hinten im Weg rum. Das hier ist immer noch alles wohlbekannte Theorie. Der kritische Zug ist Bauer nach F4. Plant hier gleich mit Bauer nach F5 weiter Stress zu machen. Schwarz spielt Bauer nach A5. Ignoriert die weiße Drohung, hier Stress zu machen mit Bauer nach F5. Weiß macht Stress, Bauer nach F5. Soweit immer noch alles ziemlich gut bekannt. Und hier war lange Zeit die Hauptvariante, analog zum weißen F5, einfach mit dem eigenen Bauern weiter vorzurennen. Bauer nach A4. Weiß schlägt hier, Schwarz schlägt hier. Weiß schlägt zurück, gibt Abweichungen, aber das ist gleich die Hauptvariante. F schlägt E6. Ich bin kein Experte für Neider, ich spiele das mit keiner Farbe. Deshalb, ja, hier nicht völlig in den Details. Ich weiß, dass der Trick, den Schwarz hat, die schwarze Stellung sieht erstmal komisch aus, nach König B1. Aber ein Trick, den man hier hat, ist Turm schlägt A2. Und die Idee ist, wenn der König schlägt, dann kommt die Dame an, Dame A8 Schach, König muss zurück, Dame schlägt E4 Schach und auf einmal ist ein Doppelangriff auf König und Turm. Schwarz holt sich den Turm zurück und hat ein paar Bauern gewonnen unterwegs. Ich weiß nicht ganz genau, was letzter Stand der Theorie hier ist. Ich glaube, es gilt als angenehmer für Weiß nach Läufer H3. Schlägt und König und Springer irgendwo hin. Aber es ist völliges Chaos, die Stellung. Gelten als zu gefährlich für Schwarz, weil Weiß auch 100 Möglichkeiten hat. Trotzdem, das war die alte Variante. Dann irgendwann gab es einen Trend, anstelle von Bauer nach A4 Läufer schlägt B3 zu spielen. Weiß schlägt mit dem C-Bauern zurück. Der A-Bauer soll da bleiben, um bei Bedarf den König hier zu sichern, wenn Bauer nach A4 kommt. Und jetzt Bauer nach A4 zu spielen. Aber auch hier sagt der unbarmherzige Computer, dass Weiß besser steht. Wirre Variante, irgendwie König nach B1, A schlägt B. Jetzt wird nicht zurückgeschlagen, sondern noch ein Bauer gespuckt mit Springer nach C1. Und der König versteckt sich hinter den schwarzen Bauern. Und jetzt hat Weiß freie Hand hier drüben anzugreifen. Und die Stellung ist wohl tatsächlich einfach besser für Weiß. So viel zur Theorie. Auf jeden Fall so, was ich so mitgekriegt habe über die Jahre in dieser Stellung. Aber Alireza spielt einen Zug, der mir neu war. Ich habe danach oder während der Partie nachgeguckt. Es gibt hier durchaus noch Partien in der Datenbank. Nicht so viele wie mit Bauer nach A4 oder Läufer schlägt B3. Aber immer noch einige und davon auch viele im Fernschach, wo die Leute ja ewig Zeit haben, ihre Rechner laufen zu lassen und die Stellung zu berechnen. Also es scheint ein Trend zu sein. Sieht halt wahnsinnig riskant aus. Schwarz verliert noch einen Zug mit dem Läufer, lässt die weißen Bauern hier am Leben, dicht an seinem König. Weiß hat relativ viel Raum. Aber es funktioniert. Warum nicht? In der Live-Analyse haben wir viel so Bauern nach F6 angeguckt. G schlägt F und dann irgendwelche Züge springen nach G3. Aber hier sagt Computer Läufer E6 zurück und Schwarz steht gut. Erstmal alles verteidigt. Und der Zug, der hier am häufigsten gespielt wird, ist sofort Springer nach G3, um diesen Läufertausch anzubieten. Schwarz kann nämlich gut ausweichen. Läufer schlägt F1, Turm schlägt F1, Bauer nach A4. Und jetzt muss der Springer hier in die Ecke, wo er nicht sehr schön steht. Und ich vermute, das war Nepomniachtchi ein bisschen suspekt. Ich vermute, dass dieser Läufer C4 ihn auch etwas überrascht hat. Aber er regelt trotzdem gut. Dragon Rider, vielen Dank für die 5 Subs.
Aber er reagiert trotzdem gut und spielt einen aus menschlicher Sicht super normal, zum Beispiel König nach B1, um, wenn dieser Springer zurückweichen muss, den Springer hier hinzustellen und nicht in die Ecke zu müssen. Schwarz spielt Bauer nach A4, was sonst? Springer geht hierhin zurück. Und Alireza, der hier immer noch im Blitztempo agierte, damit offensichtlich noch in seiner Vorbereitung, spielt sofort Bauer nach D5. Ein Bauernopfer, aber sehr thematisch. Er versucht hier seine Figuren, die ein bisschen hinten drin stehen, zu befreien und denen das schöne Feld auf D6 zu geben. Wenn Weiß hier schlagen würde, dann würde sein Spiel ein bisschen an Momentum verlieren. Der Computer sagt hier zum Beispiel Bauer nach F6, um für immer zu verhindern, dass der weiße Bauer dahin kommt. Dann geht der Springer hier hin und Schwarz hat eine relativ stabile Feld. Relativ stabile Stellung. Deshalb sollte Weiß nicht schlagen. Und Nepomniachtchi spielt auch den besten Zug, gießt hier sofort Öl ins Feuer. Muss ja selten darum gebeten werden, irgendwie aktiv zu spielen. Spielbauer nach F6 opfert einen Bauern, um den schwarzen König ein bisschen zu entblößen und um dieses schöne Feld für seinen Springer freizuräumen. G schlägt F6. Jetzt schlägt er zurück. Der Computer Hauptzug war hier sofort Springer nach G3 zu spielen. Wieder mit sehr komplizierter Stellung. Schwarz müsste dann Springer nach D6 spielen. Und jetzt könnte Weiß hier schlagen oder mit dem Springer hier reinspringen. Das wird Alireza höchstwahrscheinlich noch einstudiert haben. Stattdessen kam Bauer schlägt F6. Und ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, wann er anfing Zeit zu nehmen. Ich glaube, es war ungefähr hier, dass das vielleicht als Überraschung für ihn kam. Was häufig so zu verstehen ist, dass Computer danach sagt, okay, das ist nicht so schlimm für Schwarz. Hier kannst du selber spielen, wenn man sich naturgemäß mehr auf die ganz kritischen Varianten konzentriert, wenn man sowas vorbereitet. Natürlich gab es haufenweise Möglichkeiten unterwegs. Und König nach B1 und Springer nach C1 war schon recht selten. Er schlägt mit dem Springer. Logisch, der Springer soll einerseits das Feld haben und andererseits dieses Feld vielleicht überdecken, sodass hier so Läufe nach H6, Dame nach G5 und Dame nach G7 matt nicht so schnell funktioniert. Und Weiß spielt wieder den besten Zug, Springer nach G3. Möchte verhindern, dass der Springer hier reingesprungen kommt. So Läufe nach H6 zum Beispiel. Käme der Springer hier an. Das wären schlechte Neuigkeiten. Deshalb Springer nach G3, überdeckt das Feld. Es geht ihm nicht so sehr um die Anzahl der Bauern hier, sondern den König freizulegen und mit dem Springer potenziell nach F5 zu kommen. Und hier haben wir schon eine sehr, sehr kritische Stellung dieser Partie, wo Alireza auch viel Zeit nahm und sich dann dafür entschied, die Läufer zu tauschen, was, ihr seht es am Balken, dem Balken absolut nicht schmeckt. Schnellt in die Höhe. Die Engine schlägt vor, hier einfach den Turm zu spucken. Einfach in Anführungszeichen. Springer nach D6. Der normale Zug scheint Läufer nach H6 zu sein. Das droht Schachmatt in zwei Zügen. Dame nach G5. Gefolgt von Dame nach G7 Schachmatt. Das muss Schwarz bedienen, indem er mit dem König weggeht. Hier zu schlagen würde nicht helfen. Wenn wir schlagen, schlägt. Die Dame kommt hier an. Das wäre wieder schlechte Neuigkeiten. Deshalb muss der König hier in die Ecke. Und Engine sagt hier, schlagen, schlagen. Okay, du hast meinen Turm gekriegt, aber sonst stehe ich aktiv, meinem König passiert erstmal nichts. Alles in Ordnung bei Schwarz. Sagt sich natürlich leichter, wenn man wie ich hier die Züge abliest, als wenn man das am Brett alles einschätzen muss. Aber es scheint ein sehr wichtiger Moment in der Partie gewesen zu sein. Soll dazu sagen, dass Läufer nach H6 und hier schlagen nicht erzwungen ist. Da sagt er auch andere Züge, zum Beispiel hier zu schlagen, dann Dame nach E2. Aber hier kann man sich schon vorstellen, dass es eine bessere Version ist für Schwarz mit dem Springer aktiv auf C4, als wenn der Springer noch hinten drin steht, nachdem Schwarz hier getauscht hat. Also das war die eine Variante. König nach H8 war meine Engine auch der Meinung, dass es spielbar ist. Also hier war es sehr wichtig, hier die Spannung aufrechtzuerhalten und Weiß nicht zu helfen, diesen Läufer abzutauschen, damit den Turm zu entwickeln. Und hier scheint die schwarze Stellung schon relativ schwer zu spielen zu sein. Ist nicht klar, was Schwarz tun sollte. Wir haben in der Live-Show viel rumprobiert, aber auch mit gemischten Ergebnissen oder nichts Tolles gesehen für Schwarz. Wenn der König in die Ecke geht, dann kann jetzt dieser weiße Springer ankommen. Der wird sich freuen, dass er nicht hier in der anderen Ecke gelandet war. Springer nach D3, den Bauern angreifen. Und wieder ist die schwarze Stellung schnell
sehr, sehr wackelig. Also grundsätzlich hat Alireza eine super scharfe Variante gespielt, bei der er allerdings auch sehr, sehr hohes Risiko geht. Das scheint seine Politik gewesen sein, zu sein für dieses Turnier, auch mit Schwarz sehr scharfe Varianten zu spielen und sich darauf zu verlassen, dass er so gut rechnet, dass er da schon rauskommen wird. Aber hier hat er das Risiko sehr, sehr hoch geschraubt und sein König jetzt nach der einen Ungenauigkeit ist einfach deutlich anfälliger als der weiße König. Er versucht das zu ändern, indem er Bauer nach A3 spielt, den weißen König ein bisschen entblößen will. Rane Pomnisch hier hält den Laden einfach dicht mit Bauer nach B3. Verhindert, dass hier geschlagen wird. Das schwächt zwar das Feld C3. Da würde Schwarz gerne den Springer hinkriegen, aber es dauert eine Weile. König geht in die Ecke. Irgendwann muss er hier weg. Oder muss er vielleicht nicht. Aber es liegt sehr nahe, das irgendwann zu machen. Engine sagt ja auch so Züge wie Dame nach C7, entweder hier oder im letzten Zug. Aber ich weiß nicht wirklich, was das soll. König nach H8 normal aus der G-Linie rausgehen und aus diesem Läufer H6 Dame G5 Geschichten. Nepomniachtchi schnappt sich einfach den Bauern. Ich soll vielleicht noch zeigen, wenn Schwarz hier schlagen würde, dann könnte Weiß, wenn er dann wollte, einfach auf materialistisch umschalten, hier schlagen und jetzt Läufer nach C5 den Turm angreifen und den Bauern und Weiß gewinnt. Also König in die Ecke, Bauer schlägt. Hier wichtige Variante. Ich hoffe, die funktioniert, die wir im Stream angeguckt haben, beim Kommentieren. Ist das Turm nach A5, was ein schöner Zug wäre, um diesen Bauern sich zu schnappen, nicht gut funktioniert, weil dann Weiß einen kleinen Trick hat. Bauer nach D6. Und ziemlich egal, wie Schwarz schlägt, dieses Konstrukt bröckelt auseinander. Zum Beispiel Springer schlägt, Turm schlägt F6, Läufer schlägt und Dame schlägt D6. Weiß gewinnt. Deshalb muss Alireza einen Zug darauf verwenden, Bauer nach D6 aus der Stellung zu nehmen. Springer D6. Einerseits ein Zug, den man gerne spielt, kontrolliert das Feld F5 und droht vielleicht auch Springer E4. Andererseits lässt es natürlich das Mattfeld hier auf G7 aus den Augen, was ein bisschen nervös macht. Und es lässt auch den Bauern auf B4 aus den Augen. Und Engine sagt danach schon, wenn das mal gut geht. Also hier, wie gesagt, Dame C7 ist immer noch der Favorit des Computers. Wonach er die Stellung nicht so klar einschätzt. Die Hauptvariante auf meinem Screen hier ist ziemlich wehr, wie üblich. Turm schlägt F6, Läufer schlägt F6, Bauer nach D6. So random Zeug. Ich glaube, die Stellungen sind alle leichter für Weiß zu spielen, weil der weiße König einfach ein bisschen sicherer ist. Aber nach Dame nach C7 wäre die Stellung wohl noch, ja, nicht ausgeglichen, aber spielbar vielleicht gewesen. Wenn der Springer nach D6, logischer Zug, jetzt weiß ich, diesen Bauern schnappen kann. Man weiß ja nie so genau, so Bauern vorm eigenen König schlagen, gute Idee, schlechte Idee. Aber in dieser Situation ist das ein Zug, der Weiß sehr, sehr hilft. Nicht nur, weil der Bauer weg ist, sondern auch, weil jetzt keine vernünftigen Springer-Jumps mehr gehen und dieses Feld C3 halt nicht mehr kontrolliert wird vom schwarzen Bauern, sodass der Springer dann landen wird. Wenn der Springer jetzt wegzöge, käme wieder Bauer nach D6 und Weiß gewinnt. Schwarz hat hier einfach keinen guten Zug. Engine sagt, besser zu Springer nach D7, um F5 zu spielen. Aber auch hier scheint Weiß deutlich am längeren Hebel zu sitzen. Springer nach D3. Und Springer nach D7 sieht auch sehr, sehr merkwürdig aus, sich von all diesen schönen Feldern zu verabschieden. Aber laut Computer die beste Chance. In der Partie kam Turm nach C8. Bestreicht wieder dieses Feld, sodass jetzt vielleicht hierhin und hierhin droht. Aber Nepomniachtchi, der auch die ganze Partie sehr schnell spielte, während Alireza hier, er hat ja die ersten, ich glaube, 17 Züge geblitzt, weil es seine Vorbereitung war, aber danach für jeden Zug so gefühlt 20 Minuten gebraucht, hier schon nur noch, keine Ahnung, 20 Minuten hatte oder 15. Also die Zeit wurde schon knapp bei Alireza. Und Nepomniachtchi lässt nicht locker. Spiel Läufer nach B6. Auf den ersten Blick komisch, weil der Läufer ja vielleicht auch gerne in diese Richtung gehen würde, um den König zu erwischen. Aber nach Läufer nach B6 muss die schwarze Dame auf ein Feld, auf das sie nicht wirklich gerne geht. Dame nach D7, Dame nach E8 wäre nicht besser gewesen. Und ein weiterer Vorteil dieses Läuferzuges: die weiße Dame zieht sich zurück,
steht damit nicht meinem Läufer gegenüber. Greift diesen Bauern auf E5 an, der nicht wirklich zu verteidigen ist. Also sehr non-standard die Lösung, dieses Läufer B6 und Dame E1. Aber zeigt, ich weiß nicht, was es nennen soll, die Board Vision von Nepomniachtchi, dass er hier erspäht hat. Er braucht den Läufer nicht hier drüben, aber wenn er sich mit der Dame einfach zurückzieht und diesen Bauern angreift, dann kriegt Schwarz das nicht koordiniert. Und ja, es zeigt, was Nepomniachtchi für ein besonderes Talent ist in so offenen, komplizierten Stellungen. Macht ihm echt kaum jemand was vor. Die Rechengeschwindigkeit und auch das Selbstvertrauen, wie schnell er an die Züge raushaut und wie präzise, ist absolut brutal. Und hier geht nichts mehr für Schwarz. Der Bauer ist nicht wirklich zu retten. Wenn er vorziehen würde, käme Läufer nach D4. Absolutes Traumfeld für diesen Läufer. Kontrolliert alles, kontrolliert das Feld, dass hier nie was passieren kann. Und fesselt auf der langen diagonalen König. Der Partie sofort vorbei. Alireza kämpft noch. Turm nach B8, greift den Läufer erstmal an. Der hätte jetzt diverse Felder zur Wahl, alles gewinnträchtig für Weiß laut Engine. Läufer nach C5, Läufer nach G1. Nepomniachtchi geht nach A5, will weiter diese Felder hier im Blick behalten. Spricht auch nichts gegen. Springer nach C4. Immerhin hat er diese Ressource jetzt. Springer greift den Läufer an und überdeckt temporär den Bauern auf E5. Aber Nepomniachtchi macht weiter Stress. Spielbauer nach D6. Der Chef von Bauer nach D6 hat auch nichts dagegen gesprochen, einfach mit Läufer C3 zu konsolidieren. Und ihr seht es am Balken. Hier gibt es auch absolut kein Halten mehr. Die weißen Figuren kommen und fallen über den schwarzen König her. Aber wie gesagt, Nepomniachtchi in Form spielt super, super konkret. Spielt Bauer nach D6. Sagt hier, wenn du mit dem Läufer schlägst, schlage ich dir den Springer weg. Wenn du mit dem Springer schlägst, schlage ich dir den Bauern weg. Beides ist hoffnungslos. Deshalb muss der Läufer ausweichen. Läufer nach D8. Und jetzt ist der Bauer auch noch ein Problem für Schwarz. Hier wieder diverse Möglichkeiten. Computer sagt, der schnellste Weg wäre irgendwie Läufer nach C7. Wenn hier zweimal geschlagen wird, dann nimmt man einfach hier weg. Schwer dagegen zu argumentieren. Aber die weiße Stellung ist so gut, dass es schon sehr nebenlösig ist. Der Pomnische geht zurück nach C3. Und auch das ist gut genug. Dame nach E6. Hier, vielleicht werde sich hier ein bisschen geärgert haben, dass er D6 eingeschoben hat, weil jetzt Schwarz immerhin noch für den Moment erstmal den Bauern verteidigt kriegt. Aber trotzdem, der schwarze König ist zu weit offen, weiße gleich einen Bauern mehr. Dem weißen König passiert nichts. Langfristig ist es einfach eine ziemlich hoffnungslose Situation. Springer nach D3 bringt den Kollegen ins Spiel. Springer nach D5 aktiviert immer noch den Springer. Aber Nepomniachtchi tauscht ihn schnell ab mit Springer F4. Schöner Fesseltrick, weil der König hier auf der Diagonalen steht. Und hier den Läufer zu schlagen, würde nichts bringen. Hier würde die Dame den Diagonaljob übernehmen. Den angreifen, Springer kann hier hin. Es ist alles hoffnungslos. Also, laut Engine hoffnungslos. Nicht so, dass ich hier am Brett nicht noch am Schwitzen wäre mit Weiß, weil es ja noch sehr chaotisch aussieht. Aber objektiv hat Schwarz hier keine wirklichen Chancen mehr zur Rettung. Turm schlägt, greift den Springer an. Also es droht hier zu schlagen und dann hier zu schlagen. Deshalb spielt Alireza Bauer F6, stabilisiert diese Kette wenigstens fürs Erste. Naja, ich wiederhole mich. Die schwarze Stellung bleibt zu schlecht. Dame nach E2, jetzt ist hier gefesselt, deshalb kann man nicht schlagen. Springer muss weg. Springt hier in die Wildnis. Springer B2, Turm nach F1. Stärkt langsamer sicher den Druck. Und Schwarz hat halt überhaupt kein Gegenspiel. Turm nach E8. Guter Rat ist teuer. Und jetzt, nachdem alle Vorbereitungsarbeit getan ist, geht es dem schwarzen König an den Kragen. Der Turm sagt Hallo. Bei Bedarf könnten sich weitere Figuren einschalten. Zum Beispiel Springer F5, Dame nach E4, Dame nach H5. Die Stärke ist zu schlecht. Und Alireza wählt das Ende mit Schrecken. Er hätte ja vielleicht die Partie noch ein bisschen verlängern können mit Turm nach B7. Den Bauern im Blick behalten. Aber auch die Stellung ist ziemlich hoffnungslos. Zum Beispiel so, 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 so. Und wir sehen, dass Weiß immer noch absolut dominant steht. Hat hier 4 Freibauern. 4 verbundene Freibauern auf einmal. Und kontrolliert die ganzen Felder in der Mitte und am Königsflügel. Also, es gab keine wirkliche Rettung mehr. Und Alireza in großer Zeitnot
hatte hier nur noch Sekunden für die letzten Züge, wählt das Ende mit Schrecken Borna F5. Greift den Turm an, aber öffnet. Zu viele Linien und Diagonalen. Nepomniachtchi macht kurz einen Prozess. Hier, wenn ihr kurz nachdenken wollt, wie das schönste Finale ist, dann könnt ihr es jetzt tun. Ich klecker mir ein bisschen voll. Schöne Bilder. Meine Nase ist zu, ist meine Ausrede. Ich musste durch den Mund atmen dabei. Ihr Chat hat schon gesehen. Turm steht H7. So wird's gespielt. König schlägt H7 und Dame nach H5 Schach. Jetzt ist der König allein auf weiter Flur. König zieht sich zurück. Springer schlägt. Und obwohl Weiß nominell einen Turm weniger hat, ist es wie so häufig beim Angreifen, dass es eher wichtig ist, wie viele Figuren er hat, die Einfluss haben in der Gegend, wo angegriffen wird. Und da ist Weiß nominell klar in der Überzahl. Springer, Dame, der Turm kommt nach G1, der Läufer, wenn er gebraucht wird, sogar der Bauer, der diese Felder kontrolliert. Und Schwarz schafft es nicht hier, rechtzeitig Verteidiger rüberzubringen. Also ist vorbei. Der Turm wird hier das Ende einläuten. Es kann noch laufen F6, Turm nach G1 Schach. Und Alireza gab sich geschlagen. Hier nach König nach F8 wäre es matt in 3 Zügen. Dame H6 Schach. König F7, Turm G7. Schlägt. Und Schachmatt. Also dominanter Sieg von Jan Nepomniachtchi gegen Alireza Firouzja. Der damit mit 3 aus 4 die Führung im Turnier auf jeden Fall übernimmt. Caruana hätte er mit Schwarz gegen Ding gewonnen, das Tempo noch mitgehen können. Ich möchte es nicht für euch spoilen, falls ihr euch die anderen Partien nur angucken wollt. Deshalb verrate ich es nicht, sondern erst in ein paar Minuten. Aber für Alireza bitter, dritte Schwarzpartie in den ersten 4 Runden, zum dritten Mal unter Druck geraten, bisher sein Approach mit Schwarz sehr, sehr aggressiv zu spielen. Nicht aufgegangen. Also die ersten beiden Partien hat er retten können mit großer Zähigkeit. Aber diesmal wird er von Nepomniachtchi einfach vom Brett gefegt. Kritischer Moment vielleicht im Nachhinein, nachdem Alireza ja in der Eröffnung wahrscheinlich Nepomniachtchi überrascht hat. Der aber schnell und gesund reagiert hat mit dem König bei Anspringer C1. Diese Stellung, wo Alireza mit Lauf steht, F1 dem Weißen, zu sehr hilft, die Figuren ins Spiel zu kriegen. Hier Springer nach D6 oder König nach H8. Oder Dame nach C7. Andere Züge, die die Spannung aufrechterhalten, waren wohl deutlich chancenreicher. Auf jeden Fall. Überlegener Sieg von Jan Nepomniachtchi, der damit, jetzt verraten wir es, die alleinige Führung im Turnier übernimmt. Denn Caruana mit Schwarz gegen Ding musste sehr, sehr leiden die ganze Partie. Konnte sich ins Remis retten. Extrem zäh. Aber hatte nie auch nur den Hauch einer Gewinnchance. Sondern stand die ganze Zeit mit dem Rücken zur Wand. Am Ende. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre keine tiefe Analyse mehr, aber ich dachte ehrlich gesagt, hier in dieser Phase das Ding einfach in Anführungszeichen Gewinn wert. Hat einen Bauern mehr, der vorläuft und es sah nicht wirklich nach Kompensation aus. Aber Caruana mit sehr harter Verteidigungsentscheidung, die ich sehr beeindruckend finde. Ich weiß nicht, ob viele Leute das machen würden. Tauscht die Damen, geht in ein schlechteres Endspiel, aber hat richtig kalkuliert, dass er da gute Chancen hat, es zu halten. Oder dass er es halten kann. Während wenn er, keine Ahnung, irgendwas Normales macht, weiß wahrscheinlich früher oder später die Partie gewinnt. Macht sich ein Luftloch und der Abo ist zu stark. Aber dieses Dame nach C4, Dame schlägt, Bauer schlägt und Springer nach C5, so kam es. Springer schlägt, Bauer schlägt. Sieht auch wahnsinnig gefährlich aus für Schwarz, hat Bauern weniger. Und kriegt er nicht sofort zurück wegen seiner Grundlinie. Aber hatte Caruana richtig eingeschätzt. Ist haltbar. Auch hier den besten Zug, Turm nach A8. Und so wie es dann kam, anderen Bauern weniger, aber hält die Stellung zusammen. Und ja, ist auch ein wichtiger Skill auf diesem Level. Manchmal
Entscheidungen treffen zu müssen, wie ich gehe jetzt in dieses schlechte Turmspiel oder das dann Zeremie halten, weil alles andere noch schlimmer wäre. Beide sehr beeindruckend, aber Jan Nepomniachtchi liegt erstmal in Führung mit 3 Punkten aus 4 Partien. Der letzte Herausforderer, wieder mit schnellem Start hier. Spielt schnell, sicher, selbstbewusst. Wir werden sehen, ob er das Tempo durchhalten kann. Das ist ja immer die Kritik an ihm, dass er bei langen Turnieren häufiger gegen Ende zusammenbricht oder dass er manchmal anfängt, ein bisschen zu tilten, nachdem er eine Partie verloren hat. Aber wenn er einfach keine Partie verliert, kann er das vielleicht ausschließen.